Ja, mein Name ist Viktor Esbüchel. Ich bin Geschäftsführer bei Schrack Technik GmbH. Mittlerweile schon seit knapp 26 Jahren im Unternehmen tätig und bin für den Vertrieb hier in Österreich und anderen Ländern verantwortlich. Und auch das Marketing ist in meinem Bereich dabei. Und es ist meine Freude, hier zu sein und ein paar Worte über das Unternehmen sprechen zu dürfen und auch die Ausrichtung von Schrack. Ich glaube, man muss sich auch in einer Zeit wie der heutigen, in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit, auf die wesentlichen Themen beschränken und die sehr gut machen. Ausgerichtet ist unser Unternehmen immer auf den Kunden. Das heißt, wir sind heute im B2B-Geschäft direkt mit unseren Elektrounternehmen, Schaltanlagenbau, Industriekunden in Verbindung, die wir auch permanent betreuen. Wir haben pro Jahr in der Gruppe mehr als 120.000 Kontakte. Und da ist es schon ganz klar, der Kunde erwartet sich von einem Unternehmen Themen wie zum Beispiel Zuverlässigkeit, Genauigkeit, Schnelligkeit, Lieferbereitschaft und natürlich auch ein Produkt, das dem Markt Erfordernissen entspricht. Und ich glaube, wenn man das auch in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit gut macht, dann kann man auch diese Krise gut meistern. Ja, die Stores sind eine Weiterentwicklung im Prinzip von der Idee, dass wir dem Kunden eine Warenverfügbarkeit in unseren Regionen zur Verfügung stellen. Und wir sagen heute, wir haben einen Store entwickelt, der neben der Begehbarkeit, also wie ein begehbarer Katalog eigentlich funktioniert, auch eine Warenverfügbarkeit für den Kunden darstellt, wo er sich die Ware täglich abholen kann. Und wir sagen auch dem Kunden, lieber Kunde, das ist dein Lager, geh damit um. Und wir kriegen eine automatische Nachlieferung täglich aus dem Logistikzentrum in Guntramsdorf. Und das ist als Konzept sehr gut aufgegangen. Die Kunden kommen sehr gern zu uns. Sie sehen heute auch Waren, die möglicherweise durch den normalen Außendienst nicht permanent zum Kunden getragen worden sind. Sie sehen auch Waren, die wir im Programm haben, die sie bis dato noch nicht gekauft haben und jetzt aber bei uns einkaufen. Man muss das schon unterscheiden. Es gibt heute Unternehmen, die sind sehr strukturiert und organisiert ausgerichtet. Es gibt aber auch sehr viele Klein- und Mittelbetriebe, die heute rasche Anfordernisse ihrer Kunden erfüllen müssen. Und die haben das Produkt aber nicht mehr auf Lager liegen. Das heißt, die erwarten sich von ihrem Partner, von ihrem Lieferanten eine Bevorratungsstrategie, die ihnen die Sicherheit gibt, das Produkt möglichst rasch an die Baustelle zu bekommen, auf der einen Seite, oder im Bedarfsfall direkt abholen zu können. Nachdem sehr viele Unternehmen heute natürlich auch das und jede Belagerung bedeutet natürlich auch Kapitalbindung auf der einen Seite, auf der anderen Seite bietet es aber auch eine Chance, eine Möglichkeit, mit dem Kunden permanent in Aktion zu treten, das heißt zu interagieren. Man hat einen Kundenkontakt und der Kundenkontakt bietet auch die Chance, über andere Themen zu sprechen, nicht nur unbedingt jetzt um das Produkt, sondern auch über seine Projekte, über sagen wir, Möglichkeiten in der Zukunft und dergleichen mehr. Also man muss die Gesamtheit betrachten. Das Konzept Store hat sehr, sehr viele positive Aspekte dabei hervorgebracht, die wir vielleicht am Anfang noch gar nicht gesehen haben, aber jetzt deutlich spüren. Also nachdem wir in Österreich 7 Niederlassungen haben, haben wir sämtliche österreichischen Niederlassungen damit ausgerüstet. Die sind vom Aufbau her wirklich ident. Das heißt, das Produktprogramm, das sich dort befindet, ist in Linz genau das gleiche wie in Wien, wie in Dornbirn, wie in Graz. Ja. Zusätzlich dazu gibt es natürlich regionale Bedürfnisse, die der Kunde ja auch erfüllt haben möchte. Also wenn er speziell für die, sag mal, Steg oder vielleicht für die VKW spezielle Verteilersysteme benötigt. Auch die liegen natürlich dann dort vor Ort, sind aber nicht dupliziert in den anderen Niederlassungen. Das heißt, regionale Bedürfnisse sind auch dort. Das wären die 7 Niederlassungen in Österreich, die sind gut sortiert. Hier haben wir Produkte bis zu 3000 verschiedene Produkte auf Lager liegen, die täglich nachgeliefert werden. Und zusätzlich zu den 7 haben wir noch, jetzt müsste ich kurz nachdenken, 22 haben wir insgesamt installiert. Das heißt, wir haben hier 15 weitere in umliegenden Osteuropa. Wir haben da in Tschechien, in Polen, in Ungarn
wir haben in Serbien, wir haben in Slowenien, Kroatien, überall haben wir schon Stores installiert. Und in Summe gesehen wollen wir eine Rollout-Phase erreichen mit ungefähr 45 Stores international. Erstens einmal gibt es ja eine zeitliche Entwicklung, eine zeitliche Geschichte. Das heißt, das Store in Wien wurde sicher als einer der ersten integriert und dem Kunden zugänglich gemacht. Und natürlich haben wir hier auch bereits die besten Erfahrungswerte, die meisten Erfahrungswerte gewonnen. Und es zeigt sich ein sehr, sehr positiver Trend in der Kundenannahme. Das heißt, wir haben, wenn man da vielleicht eine kleine Statistik bemühen darf, wir haben hier auch Auswertungen, wir wollen ja selbst auch wissen, was wir damit bewirken. Auf der einen Seite, die Statistik zeigt deutlich in die positive Richtung und da gehen wir im zweistelligen Bereich an Kundenbesuchszahlen, das heißt, es kommen deutlich mehr, bis zu 20% mehr Kunden in die Stores, als wir vorher hatten. Innsbruck, jetzt als Vergleich gesehen, ist natürlich wesentlich später, ist einer der letzten Stores, den wir eröffnet haben, ist die Zahl noch im Hochlaufen. Wir glauben aber auch, dass der Trend noch lange nicht erreicht ist, dass hier eine Stagnation stattfinden wird, sondern durch diese Multiplikatoren, die entstehen, weil wir 7 Produktsäulen gleichermaßen hier bewerben und auch dem Kunden zugänglich machen, ist immer wieder was Neues dabei. Zusätzlich können wir auch natürlich Aktivitäten, die wir gerade in Österreich auch wieder starten, sei es jetzt Aktionen und dergleichen mehr, bestens auch dem Kunden vorstellen, wo er es dann auch gleich mitnehmen kann, im Bedarfsfall. Es gibt in der Branche hat es genügend Beweise gegeben und der Bauschweizer war sicher einer, der die Kundennähe hochgehalten hat. Und ich glaube, das ist auch ein Thema. Ja? Heute sind die alten Werte sicher diejenigen, die ziehen. Ja? Direkter Kundenkontakt, Bevorratungsstrategie, ordentliches Benehmen zum Kunden, ja, Verlässlichkeit und eine Strategie, die auch langjährig Gültigkeit hat. Wir sind natürlich immer wieder auch auf der Suche, neue Produkte für den Kunden anbieten zu können. Wobei in der heutigen Zeit ist es wahrscheinlich weniger das neue Produkt, mehr die Dienstleistung. Wobei wir kommen zu den kommenden Infotagen auch mit Neuheiten raus, das ist im Herbst eigentlich beginnend mit dem Priori, mit einem neuen Fehlerstromschutzschalter, der eine Früherkennung von Fehlerströmen auch signalisiert. Das ist vielleicht ein Thema. Wobei das eher jetzt nicht das, sagen wir mal, für Wald- und Wieseneinsatzgebiete herangezogen werden wird, sondern eher für höhere technische Applikationen, wo ich heute im Bereich Umrichtertechnik und so weiter agiere, wo ich heute sicherstellen muss, dass eine Ausfallsicherheit gegeben wird, dass ich auch vorher schon weiß, wenn der Efficient-Schalter fallen würde, beim produkttechnischen Segment. Wir haben natürlich auch vor, in den nächsten Jahren doch gewissen Märkten mehr Aufmerksamkeit zu schenken oder gewissen Strömungen mehr Aufmerksamkeit zu schenken, aber zu diesem Zeitpunkt möchte ich darüber noch nicht sprechen. Nachdem ich jetzt nicht angesprochen habe, sondern du, aber es wird dieser Themenbereich sein. Ja, also wir werden hier sicher auch unseren Weg vorbereiten. Wir wollen aber, bevor wir am Markt irgendwas Genaueres propagieren, wollen wir zuerst einmal unsere Hausaufgaben machen und auch ein kompetenter Partner, wie es der Kunde von uns gewohnt ist, auch in dem Segment zu werden. Ja, die Einladungen der Infotage, ja, das ist auch ein sehr wichtiges Thema. Wir haben ja zum 23. Mal unsere Infotage vor uns, mit Ende Jänner beginnend, in sämtlichen 7 Niederlassungen, also in sämtlichen Bundesländern, wieder 16 Termine. Die Einladungen kommen dann Anfang Dezember direkt zum Kunden. Ja. Es wird auch wieder ein spannendes Thema geben, auf der einen Seite Vorschriften, Applikationen auf der anderen Seite, und Begriffsbestimmungen, die durchaus heute vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, das möchten wir gerne auffrischen, gespickt natürlich mit Neuheiten aus dem Hause Schrack und vielleicht ein paar Applikationen dazu, die der Kunde heute immer wieder gerne sieht, wie man es macht.